So, was darf beim richtigen Après-Ski nicht fehlen? Unser klassischer Eierlikör und hier eine Rezeptvariante mit Milchschaum. Dazu nehmen wir den Eierlikör. Wir haben jetzt hier unsere Retro-Gläschen. Die sind etwas breiter, dass man den Eierlikör nachher nicht im Glas lassen muss, sondern mit der Zunge ein bisschen auslecken kann. Vielleicht kennt ihr das noch von der Oma. Und dann gebt ihr da einfach ein bisschen Milchschaum dazu. Und jetzt, dass es schön aussieht und richtig toll schmeckt, ein bisschen Zimt. Und dann sage ich Ski heil.